Hallo zusammen, wir sind hier heute am Sonntag, dem dritten Tag des South by Southwest, im Google Funhouse. Und dieses wunderbare Haus zeigt einem, wie die Zukunft aussehen wird, wenn man alles vernetzt hat und eigentlich sein gesamtes Home nur noch durch Sprache steuern wird. Und vor allem, was für interessante Funktionen man sich dann eventuell wünschen könnte, die dann also hilfreich sein könnten im Alltag. Wir befinden uns jetzt hier im ersten Raum und das ist die Küche. Wir haben für euch jetzt eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Tanzzimmer und ein Schlafzimmer uns angeschaut und möchten euch das jetzt nicht vorenthalten. Es geht also in jedem Zimmer quasi um die Vernetzung via die Stimme, Vernetzung mit einer künstlichen Intelligenz, die dann jeweils Funktionen auslöst oder gewisse Dienste uns erfüllt. Und wir beginnen jetzt hier mal gleich in der Küche. Genau, also für diejenigen, die nicht so toll kochen können, ist das hier geradezu ideal, weil die Küche kann alles schon und man muss sie eigentlich nur ansprechen. Möchtest du das mal ausprobieren? Ja, wir fangen das jetzt mal an. Ich drehe mal die Kamera rum und dann beobachten wir mal, wie Lea jetzt Kochvorbereitungen trifft. Ganz genau. Ja, bitte. Ich würde euch natürlich gerne direkt einen Drink mixen und dafür kann mir Google beispielsweise direkt beim Mixen helfen. Wir fangen einfach mal an. Hey Google, make the perfect Patron Margarita. My pleasure, coming right up. So, Google fängt jetzt also direkt an und fügt die Margarita-Zutaten erstmal zu. Das ist natürlich schon mal perfekt. Und ich möchte aber auch gleich beim Mixen nicht helfen müssen, sondern wünsche mir, dass die Drinks dann am Ende ganz perfekt da rauskommen. Dann habe ich die nämlich für die Party schon organisiert. Hier stehen jetzt natürlich schon einige. Ich nehme an, wir dürfen auch gleich uns einfach mal einen nehmen. Und das ist also das Ziel. Noch nicht trinken. Erst noch nicht trinken, noch mal keinen Fall. Wir stoßen natürlich erst an. Geht's also weiter. Hey Google, start the blender. Sorry, I'm not sure how to help. But I'm learning more every day. She's learning more every day. Das ist schon mal gut. Sie lernt immer weiter. Ich versuche es nochmal. Hey Google, run the blender. Wir versuchen es nochmal. Hey Google, run the blender. Wir versuchen den Blender mal zu machen, ja? Hey Google, run the blender. Okay, blender. Margarita. Und für diejenigen, die nicht nur gerne was trinken, sondern auch was kochen, haben wir da drüben noch eine Funktion. Und zwar habt ihr sicherlich auch manchmal das Problem, dass ihr nicht genau wisst, was ihr im Haus habt oder wenn ihr viele Gewürze, wie auf dieser Gewürztafel hier im Haus habt, wisst ihr gar nicht genau, wo was ist. Und auch da kann so ein Stimmassistent euch helfen. Wir versuchen das jetzt mal. Hey Google, find the cinnamon. Okay, getting cinnamon for you. Da ist also dieser Assistent, den habe ich jetzt gerade angesprochen und er soll mir doch jetzt bitte mal das Gewürz Zimt raussuchen. Oh, und es war nun mal schon ganz unten, dann versuchen wir das doch gleich mal erneut. Hey Google, find the basil. So, ich frage also jetzt, wo das Basilikum bei mir im Haus ist und da geht es los, die Gewürztafel dreht sich, um uns dann das Basilikum zu zeigen und damit könnte ich jetzt hier anfangen zu kochen. Das nennt man Erleuchtung in der Moderne der vernetzten Häuser und da kann man schon mal feststellen, dass man eigentlich heute gar nicht mehr viel können muss, sondern man kann, thank you very much, sondern man kann einfach nur kleine Befehle eingeben und schon funktioniert es. Wir gehen mal weiter durch das Tierzimmer hindurch in das Wohnzimmer. Auch hier drehe ich jetzt mal kurz wieder die Kamera um. So, wir sehen jetzt hier hey, how are you? Ein Wohnzimmer wie bei ganz vielen natürlich mit unfassbar vielen Fernsehgeräten. Und Google hat jetzt hier auch wieder ein paar interessante Funktionen. Wir können beispielsweise alle Geräte im Haus kontrollieren. Zum Beispiel können wir uns mal ein Bild wünschen. Hey Google, show sunsets on all my screens. Sorry, I don't know how to help with that yet. Hey Google, show sunsets on all my TVs. Okay, show me sunsets on all your TVs. So, jetzt haben wir also mal eben so mit einer Ansage irgendwie
hier 12 Fernseher kontrollieren, könnten natürlich auch verschiedene Kanäle einstellen etc. Das ist aber nicht alles, wenn wir also da drüben auf der Couch säßen und uns dann nach einem Getränk wäre, könnten wir also hier in dieser auch super praktischen, ganz kleinen Getränkmaschine uns auch noch ein Bier bestellen. Is it just beer me? Hey Google, beer me. Auch schon mal eine geile Ansage. Okay, one cold one coming right up. So, also Google sagt sofort, es kommt ein Bier für dich. So, da fährt also unser Bier, ist natürlich auch gekühlt. Wie gesagt, leicht unrealistisch, dass man diese Mini-Maschine selber im Wohnzimmer hat, aber es ist alles sehr convenient. Etwas regt es, glaube ich, auch zu gewissen Faulheit an. Vor allem, wenn man Durst hat, dauert es ja eine Weile, bis das Bier dann wirklich da ist. Für die Ungeduldige. Oh, it will pop up. Oh, yeah. I was actually too quick, like always. And there it's popping up. Yes. So, da fährt dein Bier. Da kommt mein Bier angefahren. Sehr schön. Das ist sozusagen das Kontrabier, was ich heute auch gebrauchen kann. Ja, yeah, I actually need it. Thank after. You very much. No problem. Thank you very much. Wir gehen weiter im Funhaus. Und hier geht schon los mit der Musik. Ich gehe mal kennt, weiß, dass ich sehr gerne tanze und deswegen ist das hier mein Lieblingszimmer. Hier ist quasi eine Party vorbereitet und auch dabei kann Google natürlich behilflich sein, gerade bei der Auswahl der Musik und auch beim Abspielen der Musik. Hey, hi! Hi, how are you doing, guys? Welcome to the Throwback Room! Wir können beispielsweise, ihr seht auch hier wieder die Bildschirme, auch fragwürdig, ob man die jetzt so im Partyzimmer hat. Throwback to the 90s. Wir können Google bitten, uns in die 90er zu transportieren. Und schon seht ihr, die gesamte Bildschirmwand verwandelt sich und wir hören Musik der 90er. Hey Google, throwback to the 80s. Hey Google, throwback to the 80s. Hey Google. Okay Google, throwback to the 80s. Okay, throwing back to the 80s. Okay, Google, turn it up. And what is this kind of interesting thing? So this is a beta version of our DJ Pixelbook app. So the great thing about this is that you can walk up to any party if you have the app on your phone. You can just plug right in and start mixing. So check it out. You can do either from the turntables here, scratch. Can I try? Yeah, please. Yes. DJ Miriam. Is everyone gonna hit play right here? And then you're just gonna swap the over to this side. Yep. There you go. Yep, yep. And then you can actually have to play both of them. So you can be. Yep, get it. Wirtschaftswoche in the house! Burr, burr, burr. Outstanding! Actually, amazing. Isn't it? Yeah. You can go. You have a whole mixer on your phone. You can just, no matter where you are, you can be in the subway. You know, I got my headphones on, just practicing that DJ, yep. Just mix it. Yep. Isn't that awesome? So, bei all dieser Musik wird man mal müde, würde ich sagen, nach all der Musik. Und jetzt gehen wir jetzt mal gehen wir ins Bett. Ins Bett, genau. Ins Schlafzimmer, ganz genau. Let's go to the bedroom. Wir warten jetzt hier vielleicht mal, we'll just do a little recap of what we just have seen. Also,
sagen, okay, das ist jetzt alles nur Spielerei. Andere sagen, sind schon ganz neidisch. Wie findest du das denn bis jetzt so? Ich finde es ziemlich spannend. Ich bin nicht entschieden, ob ich wirklich mir vorstellen könnte, mein Haus so ausstatten zu lassen, weil ich das Gefühl hätte, ich wäre in einem permanenten Bewusstseinszustand, jeden Satz zu überlegen, damit nicht plötzlich ein Bier aus dem Schrank kommt oder irgendein Gewürz durch die Gegend fliegt oder so. Aber ich finde es schon Wahnsinn, unter einem technischen Gesichtspunkt, was da alles geht. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schritt jetzt in der Demo-Version von dem, was in Zukunft dann auch realistisch möglich ist. Weil es gibt natürlich einen Punkt dabei, der eine Rolle spielt, das ist wieder Convenience. Ne? Ja, absolut. Also wir haben jetzt gemerkt, man muss ein paar Mal den Satz dann sagen manchmal, ne, damit es wirklich funktioniert. Das Gerät, die künstliche Intelligenz muss sich auf die Stimme einstellen. Aber wenn es dann klappt, dann ist das natürlich total bequem. Ja? Ich rufe hier irgendwas hin, Musik geht an, Gardinen gehen zu und alles klappt einfach so. Aber ich frage mich ein bisschen, ob man dann nicht auch aufhört, darüber nachzudenken. Ne? Also wenn wir gar nicht mehr im Kopf haben, wo jetzt unsere Uhr zu stehen, was wir im Haus haben, welche Musik wir eigentlich gut finden, ohne dass der Algorithmus sie aus sucht etc. Ich finde es auch eine ganz schöne Gewöhnung an die Abgabe an die Maschinen. Also ich bin mir da auch nicht so sicher, ob ich so viel und vor allem in diesem Ausmaß und vielleicht auch für diese Funktionen ausgerechnet dann mir ins Haus bauen würde. Was macht das mit dem Verhalten der Menschen, fragt Anja ganz genau. Das frage ich mich echt auch. Bin sehr gespannt. Jetzt seht ihr noch zu allerletzt das Schlafzimmer. Auch da gibt es so einige Funktionen. Eine ganz besonders, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre hilfreich. Socken sortieren möchte ich eigentlich nie. Habe ich nie große Lust drauf. Und zwar also maschinell sortierte Socken, aber sehr romantisch maschinell sortierte Socken. Ja. Das ist schon was Besonderes. Das ist was Besonderes. Das wollen wir uns jetzt noch angucken. Ja. Sobald das Schlafzimmer dann frei ist. Frei ist. Wer weiß, was da jetzt gerade passiert. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal kurz einen Schluck, während wir warten. Aber wie ihr sagt, ist es nicht unbedingt alles gleich empfehlenswert, was wir hier so sehen, aber die technischen Möglichkeiten sind wirklich mal spannend, einfach auszutesten. Auch, das hast du gerade schon erwähnt, wo dann doch die Grenzen auch der Spracherkennung noch sind. Mhm. Ne? Also sobald man quasi die Ansage auch nur mit einem falschen Verb beginnt, wird dann schon wieder nichts verstanden. Ist das ein bisschen frustrierend. Ich finde das übrigens total beruhigend und auch ganz erfreulich, weil das unterscheidet ja die Maschine von Menschen. Moment, ich muss mein Bier mitnehmen. Okay, ohne Bier geht Miriam unterscheidet nicht. Die Maschine von Menschen. Thank you. Thank you so much. Im Grunde genommen da eben das verstehen, wenn wir ein anderes Verb einsetzen und die Maschine muss da noch trainiert werden. Ja. Hi there. So, here we are. Jetzt sind wir im Schlafzimmer. Ich stelle mal alles hier ab. Can I lie down for a second? Please do. Okay, Miriam braucht gleich schon eine Sekunde Schlaf. So, hier liegt jetzt DJ Miriam Meckel mit einem massiv großen Bett mit dem Bier. Okay, Miriam, was kannst du jetzt hier alles machen? What can we do in this bedroom? So many things. Hopefully Google can help us with a little hangover thing I have. Hey Google, I have a hangover. Okay, I got you. Okay. I have a hangover too. Yeah. This is really, really helpful. And now we also have aspirin if you... Oh, that's great. Thank you. Hey Google, play my hangover friendly playlist. Do you still want to play that on bedroom TV? No. It's getting dark. No problem. Playing the Spotify playlist called Hangover Friendly. Hey Google, rearrange my sock drawer. Jetzt geht's los. Okay Google, rearrange my sock drawer. Hey Google, stop. Hey Google. Rearrange my sock drawer. Okay, rearranging your socks. Okay, Google, play something funky. Hey, Google, play my funky jams playlist. Hey, Google, tell me a joke. What is a balloon's least favorite kind of music? Pop. So, hier ist also dieser Kuka-Arm dabei. Okay, Google. Play Stranger Things on Netflix. Zu sortieren und jetzt mit Miriam zu kommunizieren. Hey, Google. Play Stranger Things on Netflix. Okay, Google. Play Stranger Things on Netflix.
Alright, Stranger Things from Netflix. Hier wird jetzt also gleich der Fernseher natürlich auch noch bedient. Does the system sometimes have like a lunch break? Is she on vacation? I feel like this entire room is a lunch break for me. Yeah. Everything I'm doing here is like a break. What's great about this is that you can say things like, it enables your laziness. So you can say things like, hey, or okay, Google, fast forward 30 seconds, play the next episode, play episode season 1, episode 4, 5, 6, or even play something else, and it'll do that for you. So I don't know about any of the other rooms, but I think this one is the best one in the house. I'm just saying. Let's wrap this up. Maybe we could do one more room, the light room, and have us beamed up to space, and that will be the ending of this stream. Aber das ist doch gerade interessant. Er sagt, it enables your laziness. Das haben wir ja eben schon angesprochen. Es ist schon für faule Leute was, muss man ehrlicherweise sagen. Allerdings, man darf nicht vergessen, es könnte natürlich auch eine große Hilfe sein für Menschen, die einige dieser Aufgaben nicht alleine bewältigen können. Wenn man also gewisse Einschränkungen hat oder Behinderungen hat, könnte das natürlich durch die Spracherkennung echt hilfreich sein. Das darf man nicht vergessen. Großes Maß an Lebensqualität, allerdings, was dadurch dazukommen kann, das ist schon mal toll. So, jetzt gucken wir nochmal einmal, ob wir noch in den Lightroom. Bye! Bye, thank you very much! So, jetzt nehmen wir euch noch mit in... Hello, hello! So, wir sind jetzt in einem Lightroom, den ja auch jeder im Haus hat, ne? Ja. So ein Lightroom. Wir befinden uns jetzt... Tür bitte zu. Tür zu. Wir befinden uns jetzt in einem komplett dunklen Raum. Ich versuche mal hier irgendwie, guck mal, so. Wir sind jetzt in einem komplett dunklen Raum. Ja. Das stimmt natürlich nicht, wir haben ja ein Licht in der Fresse. Also von daher ist es komplett dunklen Raum, in dem etwas Licht leuchtet, befinden wir uns. Und der Google Assistant ist mit der Lichtanlage verbunden. Das heißt, wir dürfen uns jetzt seltsame und auch sämtliche Lichtwünsche erfüllen. Miriam, was ist denn dein aktueller Lichtwunsch? Wie wär's denn mal mit... Hey Google, show me a spotlight. Okay, now you have the spotlight. Oh, gut. I don't know what just happened. Hey Google, show me a rainbow. Enjoy the rainbow. Gut, das ist jetzt also die Lichtwunscherfüllung durch die Spracherkennung. Und ich würde sagen, mit dieser erleuchtenden Einsicht in die Zukunft des Smart Homes, der Artificial Intelligence und der Voice Activation, gehen wir in eine andere Dimension über und versuchen das mal mit Hey Google, beam me up! I really look up to Scotty. He's always helping people. Jetzt raucht es hier sehr viel. Und irgendwas... passiert nicht mit uns. Angeblich wir verschwinden sozusagen im Dunst der Zukunft auf der South by Southwest und wünschen euch noch einen wunderbaren Sonntag. Und wir sind in einer Stunde auf einem Panel, das ist zum Thema Brain Hacking, und da wird es auch einen Livestream geben, nicht direkt vom Streamteam, sondern vom gesamten Panel. Das könnt ihr auf dem Facebook-Account der Wirtschaftswoche live verfolgen. Do not miss it. 3:30 Uhr Austiner Zeit, sprich also 21:30 Uhr deutscher Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr auch da einschaltet. In diesem Sinne, und jetzt Prost. Up to space. Tschüss!